Wenn Sie ein Tool nutzen, mit dem Kunden Termine bei Ihnen buchen können, zeigen wir Ihnen in diesem Video, wie Sie Ihre Buchungsseite in Ihre eigene Website einbinden können. Falls Sie noch kein Terminbuchungstool nutzen, finden Sie separate Artikel zur Einrichtung auf unserem Helpdesk, der in der Beschreibung dieses Videos verlinkt ist. Bevor wir uns mit der Einbindung auf einigen Beispiel-Internetseiten befassen, möchten wir Ihnen zunächst zeigen, wie Sie den Code erhalten können, den Sie schließlich in Ihre Website einfügen, um die Terminbuchungsseite dort sichtbar zu machen. Dieses Erklärvideo umfasst die Tools Google Kalender, Microsoft Bookings, Calendly und Online-Termine von Bookingtime. Sie können in der Zeitleiste dieses Videos direkt zu der von Ihnen genutzten Software springen. Beginnen wir mit dem Google Kalender. Dafür öffnen Sie diesen zunächst. In der Übersicht Ihrer Terminarten klicken Sie auf einen beliebigen Buchungstyp. Klicken Sie nun auf Freigeben. Im nun geöffneten Fenster wechseln Sie von Link zu In Website einbetten. Hier können Sie nun entscheiden, ob Sie nur die Reservierungsseite für eine einzelne Terminart oder die Buchungsseite für alle Buchungstypen integrieren möchten. Wir entscheiden uns in diesem Video für alle Terminpläne. Die Vorgehensweise bleibt aber dieselbe. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Buchungsseite als kleine Schaltfläche in Ihre Website einbauen möchten, bei der Ihr Kunde mit einem Klick ein Pop-up-Fenster öffnen kann, oder ob sie direkt im Vollformat auf einer Seite Ihrer Website erscheinen soll. Wenn Sie sich für die Pop-up-Variante entscheiden sollten, können Sie im grau hinterlegten Feld einen Titel für die Schaltfläche eintragen und rechts daneben eine Farbe für die Schaltfläche auswählen. Wir werden nun mit der Einbindung im Vollformat fortfahren. Aber egal für welche Option Sie sich entscheiden, klicken Sie auf Code kopieren. Dies ist auch schon alles, was Sie im Google Kalender tun müssen. Falls Sie die Erklärung für andere Terminbuchungstools überspringen möchten, springen Sie in der Zeitleiste dieses Videos gern direkt zu Einbindung in Website. Kommen wir nun zu Microsoft Bookings. Öffnen Sie dazu Microsoft Bookings über Outlook oder Teams. Eine direkte Einbindung in Ihre Website ist nur für geteilte Buchungsseiten möglich. Nutzen Sie eine persönliche Buchungsseite, können Sie nur den Link auf Ihrer Website sichtbar machen, indem Sie ihn kopieren. Das Einfügen des Links funktioniert aber ähnlich wie das Einbinden der geteilten Buchungsseite, Sie können also auch dafür dieser Anleitung folgen. Bei Ihrer geteilten Buchungsseite klicken Sie nun auf das Teilen-Symbol und stellen im nun geöffneten Fenster die Sichtbarkeit auf, für jeden verfügbar. Ihnen wird nun der Link für Ihre Buchungsseite angezeigt. Neben dem Link klicken Sie nun auf Einbetten. Um die gesamte Buchungsseite und nicht nur einen Link in Ihre Website einzubinden, wechseln Sie auf E-Frame. Indem Sie auf Kopieren klicken, speichern Sie die Daten in Ihrer Zwischenablage. Das ist alles, was Sie in Microsoft Bookings tun müssen. Falls Sie die Erklärung für andere Terminbuchungstools überspringen möchten, springen Sie in der Zeitleiste dieses Videos gern direkt zu Einbindung in Website. Nun zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Code zur Einbindung in der Terminbuchungssoftware Calendly finden können. Dazu öffnen Sie zuerst Ihren Account auf der Calendly-Internetseite. In der Übersicht mit Ihren Ereignistypen klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts. Im Menü wählen Sie nun der Website hinzufügen aus. Im sich öffnenden Fenster können Sie sich entscheiden, wie Ihre Buchungsseite auf Ihrer Website angezeigt werden soll. Dabei haben Sie Wahl zwischen der Inline-Einbettung, also dem Vollformat, einem Pop-up-Widget, wo Ihre Kunden auf eine kleine Schaltfläche klicken können, um die Buchungsseite ins Großformat auszufahren, oder der Einbettung als Pop-up-Text, wo Ihre Kunden auf einen beliebigen Link-Text klicken können, um Ihre Buchungsseite zu öffnen. Innerhalb der verschiedenen Optionen haben Sie dann noch einige Einstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Farbe des Pop-up-Widgets. Wir entscheiden uns in diesem Video für die Option Inline-Einbettung und klicken auf Fortfahren. Auf der nächsten Seite haben Sie nun noch die Option, Details innerhalb Ihrer Website zu verbergen. So können Sie Ihr Profilbild, Ihren Namen, die Dauer des Ereignisses und den Ort ausblenden, falls Sie das ohnehin schon auf Ihrer Website erklären. Sie können außerdem das Cookie-Banner von Calendly ausblenden. Dann müssen Sie aber die Cookie-Richtlinien und Datenschutzbestimmungen von Calendly in die jeweiligen Informationen Ihrer eigenen Website einbeziehen. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf Code kopieren. Falls Sie die Erklärung für Bookingtime überspringen möchten, können Sie in der Zeitleiste dieses Videos gern direkt zu Einbindung in Website gehen.
Als letztes zeigen wir noch für Online-Termine von Bookingtime, wie Sie zu Ihrem Code für die Einbindung in Ihre Website gelangen. Dazu loggen Sie sich in Ihren Account auf der Online-Termine-Website ein. In Ihrer Übersicht gehen Sie nun im Reiter Verwaltung auf Verwaltung und Einstellungen. Auf der neuen Seite klicken Sie im Reiter Filiale auf E-Frame Kundenbuchung. In dieser Liste werden alle Einbindungen angezeigt, die Sie eingerichtet haben. Bei uns ist hier noch kein Eintrag vorhanden, daher klicken wir auf Neuen E-Frame erstellen. Im Einrichtungsmodus geben Sie nun einen Namen für Ihre Einbindung ein. Wir entscheiden uns hier für Kundenbuchung. Sie haben hier vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise welche Felder und Informationen im Terminbuchungstool auf Ihrer Website angezeigt werden sollen oder auch welche Farbe Ihre Einbindung haben soll. Wir belassen es in diesem Video bei den Voreinstellungen. Sie können sich gern auf der Website von Bookingtime über die genauen Einstellungsmöglichkeiten informieren. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf Erstellen. Im ersten Abschnitt der Seite finden Sie nun das Feld Quelltext für Ihre Website. Markieren Sie den entsprechenden Code und kopieren Sie ihn. Wir fahren nun mit der Einbindung in Ihre Website fort. Wie integrieren Sie den eben kopierten Code nun in Ihre Internetseite? Als erstes zeigen wir die Einbindung direkt in den HTML-Code Ihrer Website. Dazu haben wir beispielhaft eine einfache Internetseite gebaut. Sie öffnen nun die HTML-Datei Ihrer Website in einem beliebigen Texteditor oder in einer Entwicklungsumgebung. Die HTML-Datei finden Sie typischerweise auf dem Server, auf dem Ihre Website gehostet wird. In der HTML-Datei suchen Sie nun die Stelle, an der Sie Ihre Buchungsseite einfügen möchten. Falls Sie im Umgang mit HTML nicht sehr geübt sind, haben wir eine einfache Methode, wie Sie die passende Stelle im HTML-Code finden können. Dazu klicken Sie auf Ihrer Website mit Rechtsklick auf das Element, nach dem Ihre Buchungsseite eingebettet werden soll. Wir wählen dafür den Abschnitt Kundenstimmen. Im Rechtsklick-Menü wählen Sie dann die Option Untersuchen oder Elementinformationen, der Name kann sich je nach Browser unterscheiden. Wir sehen im geöffneten Menü nun, dass dieser Abschnitt an dieser Stelle des Codes beginnt und hier aufhört. Diese Stelle suchen wir nun in der geöffneten HTML-Datei im Texteditor bzw. der Entwicklungsumgebung. Nun fügen wir nach dem abgeschlossenen Abschnitt den vorhin kopierten Code Ihrer Buchungsseite ein und speichern die Datei ab. Wenn Sie Ihre Website nun neu laden, wird Ihnen an entsprechender Stelle Ihre Buchungsseite angezeigt und Kunden können Termine direkt auf Ihrer Internetseite buchen. Nun zeigen wir Ihnen noch die Einbettung Ihrer Buchungsseite mit dem eben kopierten Code in einen Website-Baukasten, falls Sie Ihre Internetseite mit einem solchen aufgebaut haben. Wir nutzen dafür WordPress, allerdings ist die Vorgehensweise auch bei anderen Anbietern ähnlich. Auch hierfür haben wir eine einfache Beispielseite gebaut. Sobald Sie als WordPress-Admin auf Ihrer Website eingeloggt sind, klicken Sie unten rechts auf der Seite, auf der Sie Ihr Terminbuchungstool einbinden möchten, auf Website bearbeiten. Es öffnet sich das Admin-Panel Ihrer Internetseite. Links im Menü wird Ihnen nun der Name der entsprechenden Seite angezeigt. Daneben klicken Sie auf das Stiftsymbol. Dadurch gelangen Sie zum Bearbeitungsmodus dieser Seite. Sie klicken nun oben links auf das Plus-Symbol und geben Einbetten in der erscheinenden Suchleiste ein. Ihnen wird nun das Element Einbetten angezeigt, welches Sie per Drag and Drop an die gewünschte Position auf Ihrer Website ziehen. Es erscheint ein Feld, in dem Sie jetzt den Code einfügen, den Sie vorher in Ihrem Terminbuchungstool kopiert haben. Die Buchungsseite kann im Bearbeitungsmodus erst komisch aussehen, auf Ihrer Website wird sie aber korrekt dargestellt. Bestätigen Sie Ihre Änderungen nun mit Speichern oben rechts. Wenn Sie Ihre Website nun neu laden, wird Ihnen an entsprechender Stelle Ihre Buchungsseite angezeigt und Kunden können Termine direkt auf Ihrer Internetseite buchen.